Jo Leute, vor dem Video wollte ich nochmal sagen, ich würde mich freuen, wenn ihr das ganze Video komplett anguckt, denn ich habe sehr lange im Schnitt gebraucht und natürlich in der Mission hatte so etwa eine ganze Stunde gebraucht. Deswegen bitte komplett anschauen. Hallo meine Hüterfreunde und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Destiny 2. Und heute machen wir die Exo-Quest. Oh, hier übrigens mein neuer Warlock. Also das ist hier leere Warlock. Bisschen rot, also ich habe bisschen was gespielt, den neuen Modus, ja, und ich finde mein Warlock sieht schon echt cool aus. Und heute machen wir die Quest für die Wispern des Wurms. Ich habe die natürlich schon zweimal, habe ich ja letztes Mal gesagt. Ja, Wispern des Wurms ist die Sniper, die übrigens bei jedem Präzisionstreffer wird sie dann Magazin aufladen. Also, ihr müsst drei schnelle Präzisionstreffer machen und dann füllt sich das Magazin wieder auf. Und ja, damit spielen wir heute mit dem Set. Und ich hoffe, es wird nicht so schwer. Aber wenn ich es ja schon zweimal geschafft habe, dann werden wir es wahrscheinlich auch hier schaffen. Ja, ich weiß den Ablauf. Also, so am Anfang hat man so parkourmäßig. Dann, ja, kommt kleine Adds, also man muss die ganze Zeit Adds besiegen und dann diese Fäule zerstören und dann ganz am Ende kommen drei Bosse, muss man besiegen und dann kommt noch ein riesiger Ogre, den man halt dann auch noch besiegen muss und dann hat man's. So, da sind wir auch endlich. Ja, ich bin halt wirklich gespannt, ob ich das schaffe. Da hab ich jetzt echt Angst. Ganz ruhig, Leute, ganz ruhig. Okay, also man muss hier rüber gehen als Tipp, weil hier wird natürlich nichts erklärt bei einer Exo-Quest. Das ist wie ein Dungeon. Aber ich glaube, hier so eine Exo-Quest ist sogar ein bisschen schwerer als ein Dungeon. Gott, ab rein in die Exo-Quest. Wir haben übrigens 40 Minuten Zeit. Das ist halt das Blöde. So ein Zeitlimit. Ja, leider. Das ist so traurig. Ja, der wird uns jetzt manchmal ein bisschen, ja, vollmetzen, dass wir ja so blöd sind und so. Ich will doch einfach nur die Wispern haben. Das dritte Mal. Oh, schaffe ich den Jump? Jawohl. Hier gibt es natürlich auch Extras für das Schiff. Für das Wispern-Schiff. Aber da habe ich jetzt echt keine Lust, mir das zu holen. Ja, Parkour-Action brauche ich jetzt hier nicht wirklich erklären, weil hier gibt es halt nicht viel zu erklären. Oh, nee, Scheiße. Okay, kurz mal sterben. Gut. Next try. So. Ja, kacke. Oh, ich hab's noch geschafft. Okay, jetzt muss ich hier warten, bis die Dinger sich weggefahren haben. Jetzt hier, komm, fahr dich raus. Fahre ich wieder ein, jawohl. Und jetzt hier wieder muss er sich ausfahren. Wir sind gut in der Zeit, also alles super. So, vielleicht habe ich wieder diesen Zeitbug, dass am Ende beim Bosskampf, wenn die Zeit stehen geblieben ist, es trotzdem weitergeht. Das wäre natürlich echt geil. So. Jetzt dann hier ducken. Digga, was? Hä? Was soll ich denn machen bei dieser komischen Schale dort? Ich springe einfach jetzt so. Nein, es war so knapp. Ja, okay, ich höre auf, was zu riskieren. Ich habe schon verstanden. Da kann ich nicht auf das Teil da springen. Okay, ich riskiere noch einmal was. Das so rutschig ist.
Ah, hat's geklappt. Gut, jetzt hier auf dem Fahrstuhl. Komm, fahr hoch. Ja, wird's mal. Danke. Da habe ich zu tief gesprungen. Ja, geil. Warum schäle ich mich jetzt eigentlich gerade so blöd an? Ist doch nicht schwer. Eieiei. Aber die Mucke ist hier auch wieder geil. So, hoch bitte. Jawohl. Perfekt gelandet. Gut, und hier nicht da lang gehen, sondern genau hier rein. Ist ein bisschen schwer zu sehen. Aber das sieht richtig cool aus. Aber hier bin ich, glaube ich, noch nie gestorben. Ist ja auch nicht so schwer. Guck, kann man direkt hier rein. Gut, hier muss man aufpassen, weil die schubsen einen immer so weg. Und dann sind hier noch Snipers. Muss man auch noch ein bisschen aufpassen. Boah, ich mach Speedrun. Ich hab voll gespuckt gerade. Scheiße. Oh, ich hab's noch geschafft. Oh nein. Oh, gut, ich hab's geschafft. Nein, nicht bitte. Bitte nicht jetzt. Ich bin mitten in der Aufnahme. Das ist nicht dein Ernst. Das ist wirklich nicht dein Ernst. So, ich hab's endlich geschafft, du wieder hierher zu kommen. Sollst treiben. Okay, treiben. Ja, wir müssen nämlich hier lang. Ihr müsst einen von diesen Portalen, nenne ich sie jetzt mal, reinspringen. Ja, ich musste gerade alles nochmal machen. Destiny-Server sind halt gerade wieder aus ihren Wartungsarbeiten rausgekommen. Deswegen. Nicht wundern, dass die jetzt noch ein bisschen beschädigt sind. Junge, heil dich doch bitte. Dort existiert kein Licht. Genau, man denkt vielleicht, man muss da vorne reingehen, aber nee, da runter kommen halt die ganze Zeit Ads. Deswegen nicht da runter gehen, sondern hier, das ist ziemlich ekelhaft versteckt, muss man ehrlich sagen, ist nämlich ein Gang. Und hier können wir nämlich weitergehen. Und hier geht's weiter zu der Whisper. Du sollst in der Tiefe ertrinken. Oh, das erinnert mich gerade vor ein Portal. Boah, dieser Sprung. Digga, der war voll cool. Vielleicht mache ich so Portal-Musik hier an. Was weiß ich. So. Jetzt hier rüber. Ich glaube, hier endet sogar die Parcours-Session. Ja. Das war die Parcours-Passage. Jetzt kommen sehr viele Ads clearen und so ein Scheiß. Aber hier wird es halt richtig beschissen. Ja, hier sind auch noch diese Dinger, die einen die ganze Zeit rumschubsen. Hat denn echt ekelhaft. 50 Sniper hier sind auch noch. Guck. Richtig ekelhaft. Aber wir müssen da ein bisschen klarkommen. Und bisher bin ich ja noch nicht gestorben. Mit jedem Tod verliere ich natürlich richtig viel Zeit. Ach, Digga, kann ich die Dinger nicht kaputt machen? Die gehen nämlich richtig auf den Sack. So, kurz mal hier chillen. Ja, schubst mich halt noch 5-mal weg. So, jetzt hier rauf. So, erster Sniper weg. Warte, ich muss hier nachladen. Hat der nur 3 Schüsse? Ah, warte. Jawohl. Oh, ist hier viel Action. Und da ist, glaube ich, mein erster Tod gleich. Ja. Das ist natürlich echt stressig. Aber wir sind immer noch gut in der Zeit. Es gibt ja, glaube ich, so 3 Phasen, wo man diese Ads clearen muss. Digga, klemm doch jetzt hier nicht. Komm, ich mach Uti. Kotz mich hier an. Digga, wie weit der mich auch wegschubsen kann. Guck dir das an. Au. Muss ich ganz kurz heilen. Au. So. Digga, könnt ihr mal aufhören, mich immer schwarz zu machen?
Das ist echt unfair. Oh, geht der Kerl auf den Sack. So. Der Captain da vorne ist weg. Aber hier vorne sind noch welche. So, erstmal alle krepieren lassen. Komm, mach die Kacke kaputt. Okay. Erste Phase geschafft. 30 Minuten noch. Warte. Hier, das ist auch ekelhaft. Der schubst mich immer da so rein. Das will ich aber nicht. Na komm, geh weg. Finish den. Und den anderen dann finishen. Alter, mein Herz pocht gerade so. So, dann hier rein Feuern zerstören. Ja, okay, das habe ich eh verpasst. So. Gut. Das wird halt auch noch ekelhaft, weil hier diese Ritter sind. Ja, geil. Konnte ich ja viel machen gerade. Ist natürlich blöd, wenn ich das halt solo mache. Aber ich will es halt wirklich versuchen. Ich will halt krass sein. Ich will angeben. Digga, hat er sich gerade geheilt? Okay, den haben wir. Och man. Au, 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 au. Warte, kurz wieder Shit. Gut, beide down. Was hier die Dingens? So, schwere Muni. Hab ich. Ein Sniper down. Zweiter Sniper down. Dritter. So, die Sniper sind schon mal weg. Hier sind aber richtig viele Ads. Geil, Granate verkackt. Und ich bin tot gleich. Ja. Ich habe die Granate halt verkackt. So. Euch drei noch. Jawohl. Und mach die Scheiße auf. 25 Minuten. Jetzt kommen die drei Bosse. Wir können einen nach dem anderen machen. Das ist halt gut. Trotzdem bin ich immer noch unter Stress. Wir haben ja danach noch diesen großen Ogre. Okay. Kampfbanner. Let's go. Okay, wir dürfen uns jetzt entscheiden. Ich entscheide mich erstmal für den linken. Aber nicht zu lang warten. Oh, nee, nee, nee. Der Ulti. Bam. Ja, die Hexe muss weg. Digga, ich hab doch die ganze Zeit auf die Hexe geschossen. Was willst du denn? Ja, ist halt wieder Bullshit. Zeitdruck. Oh, das wäre jetzt natürlich feinlich gewesen, hätte ich das nicht gemacht. Komm, kill doch jetzt die Hexe. Gott, oh Gott. Durch Stress zu stehen ist halt auch echt beschissen. Oh mein Gott. Okay, doch den Bastard. Danke. Er ist down. Jetzt spawnen die Ads, die halt jetzt kurz ein bisschen Stauraum machen. Da kann ich ja schon mal den anderen hier rausholen. Den in der Mitte. Komm, geh weg, Alter. Ja, ich hab mich geblendet. Oh ne, Captains. Das sind ekelhafte. Digga, er hört wieder nicht auf. Er hört mal wieder nicht auf. Er kann durch die Wand. Was? Habt ihr das gerade gesehen?
Ja, aber schöne Schüsse habe ich jetzt geschossen. Trotzdem reicht das noch nicht. 17 Minuten, oh. Und ich habe ja danach noch zwei Bosse. Er ist aber fast tot. Digga, dieser Captain dort. Kann er sich nicht verpissen? Komm, geh weg. So. Jetzt hier kurz mal eine Kugel in deine Fresse. Oder ich sterbe. Komm. Baller einfach die Super in seine Fresse. Kein Bock mehr. So. Noch ein Boss und danach kommt der große Oger. Wird auch nochmal ekelhaft. Ich glaube, der ist nicht mehr so ekelhaft wie der andere. What the fuck, geh doch weg. Mann, diese Ads. Digga. Hör auf, mich hier wegzuschubsen. Stirb. Komm, ich hab Ulti. Ist hier alles auf dich drauf. Ich sterb trotzdem. Meine Güte, chill doch bitte einfach. Komm runter und nimm deine Tabletten. Okay, der Boss ist halt auch egal. Muss halt ehrlich sagen. Was soll ich denn machen? Ich brauche schwere Muni, damit ich hier was machen kann. Heil dich, heil dich, heil dich, heil dich. Au, au, au. Ja, hier von der Ferne einfach ein bisschen rumballern. Dauert aber auch ein bisschen. Stirb doch jetzt bitte. Das gibt's doch nicht. So, jetzt kommt nur noch dieser scheiß Oger. Und hier die Hexen mache ich schon mal weg. Achso, ja, stimmt. Die Hexen müssen wir ja wegmachen. Und direkt ballert der auf mich los. Wie viel Zeit habe ich noch? 10 Minuten, denn. Werde ich doch eh nicht mehr schaffen, oder? Ich hoffe, es kommt dieser Zeitbug wieder. Oder ich verkacke so. Jetzt stirb bitte. Danke. Hier, friss das. Hier noch die Granate in deine Fresse. Das Sniper geht leider nicht. Ist da Munition? Ja, da oben ist Munition. Na, ja. Ja, ich hau doch schon ab. Ganz ruhig, ich gehe schon. Oh mein Gott, 8 Minuten noch. Und der hat halt noch so eine ganze Leiste. Jawohl. Ah, oh, diese Elektro-Dinger, die er auf mich wirft. Na, ah, hier werde ich sehr häufig sterben. Ganz ruhig, großer. Ja, wie ich recht hatte. Aber diesmal holt er. Diesmal holt er Fäulen. Wie ekelhaft kann man sein, bitte? Er kann es nicht anders. Er muss immer was treiben. Oh Mann, das dauert viel zu ewig. Unmöglich, das zu überleben. Digga, es müssen nur diese beiden Hexen weg. Dann bin ich froh. Was ist denn das? Immer diese. Oh. Digga, ich will sie doch einfach nur töten. Oh, stirb einfach. Ja, ja, Uga, ist mir so egal. Komm, geh hier in diese Höhle rein. Da kann er mir kurz nichts anhaben. 1 Minute 10. Ja, nee, werde ich nicht mehr schaffen.
So, Prost Mahlzeit. Alles nur wegen den scheiß Hexen. Komm, baller das hier noch rein. Ich habe nichts außer meine normalen Waffe. Gib mir bitte. Ja, danke. Chill doch einfach mal. Ey, er muss komplett übertreiben. Ja, nee, ich werde es nicht mehr schaffen. Das ist unmöglich, noch in 35 Sekunden das zu schaffen. Meine Fresse, Dick. Ja, und das war's. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Schade. Hä? Jawohl, der Bug ist wieder da. Die Zeit ist eigentlich um, aber ich kann trotzdem weitermachen. Wie geil. Die Mucke ist auch vorbei. Oh, wie geil. Komm, die Granate ist gleich bereit. Als ob. Ich weiß nicht, ob das mit Absicht so ist. Oder ob das jetzt wirklich ein Bug ist. Das war letztes Mal halt auch so. Digga. Kurz hier rein, kurz hier rein. Ich habe ja jetzt Zeit. Er war fast tot. Vor nur noch diese eine Kugel. Okay, ja, Ulti. Hey, ich habe ihn doch getroffen. Ach, Digga. Die ist daneben gegangen. Aber egal. Wir haben's. Oh. Zum Glück war der Timer am Ende irgendwie gestoppt. Ich weiß immer noch nicht, ob es ein Bug ist. Egal, wir haben sie. Wispern des Wurms. Oh, das Ende ist so ekelhaft. Wirklich. Aber okay, ich muss sagen, ich war auch alleine. Ja, dann nehme ich lieber die bessere. Die eine werden wir in den Tresor packen. Oh, das war echt scheiße schwer. Muss man ehrlich sagen. Ja gut, Leute. Das war die Exo-Quest Wispern des Wurms. Ich werde wahrscheinlich, die wird wahrscheinlich nicht heute kommen, wo ich sie aufgenommen habe. Sondern ich muss sie noch schneiden, weil die ist jetzt über, ja, 40 Minuten lang. Und manche Parts wollt ihr ja nicht sehen. Und ich hoffe, ihr hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.